Herr Schaffner, ich darf Sie begrüßen zu unserem Kursus Physikalische Chemie. Mein Name ist Dr. Laub und unsere heutige Frage lautet, wie beschreibt man Energieaustausch mit Zahlen? Es geht heute um die Prozessgrößen Wärme und Arbeit. Wärme und Arbeit sind keine Eigenschaften von Systemen. Man kann nicht sagen, in einem System steckt eine Wärme oder steckt eine Arbeit. Wärme und Arbeit sind nur verknüpft mit Zustandsänderungen, sind Beschreibungen des Energieaustausches zwischen einem System und der Umgebung oder zwischen einem System 1 und einem System 2. Es gibt eine Konvention in der Thermodynamik dahingehend, dass man das Vorzeichen eines Energieaustausches eindeutig beschreibt. Wenn wir ein System haben, welches von außen Arbeit aufnimmt, wenn ich hier unser Gas habe und es soll von außen Arbeit aufnehmen, die Umgebung leistet Arbeit am System, dann wird diese Arbeit positiv gewertet. Positives Vorzeichen. Genau dasselbe, wenn wir eine Wärme haben, die von außen in das System hineingeht, haben wir eine positive Wärme. Man betrachtet alle Prozesse, alle Energieaustauschprozesse, aus der Perspektive des Systems. Wärmeaufnahme ist positiv, das System bekommt etwas an Energie. Diese positive Wärme wird auch als endotherme Wärme oder endothermen Prozess bezeichnet. Das Gegenteil ist die Abgabe von Arbeit oder Wärme, wenn das System sich ausdehnt gegen einen äußeren Druck. Oder wenn es Wärme abgibt an die Umgebung, haben wir es mit negativen Zahlen zu tun. W kleiner 0, Q kleiner 0. Man würde diesen Prozess jetzt exotherm nennen. Diese Vorzeichenkonvention ist genauso zwingend in der Thermodynamik wie die Konvention, dass man Endzustand und den Anfangszustand als Delta bezeichnet. Wir wollen uns ein kleines Beispiel ansehen eines Prozesses. Wir haben hier einen Ausgangszustand, ein Gas, führen diesem von Wärme zu. Der Druck soll konstant sein. Wir sehen, dass das System sich ausdehnt gegen einen äußeren Druck. Anfangszustand, Endzustand. Wenn wir fragen, was für eine Arbeit ist hier erfolgt, dann müssen wir sagen, die Arbeit wurde abgegeben, die Arbeit ist negativ. Die Wärme hingegen wurde aufgenommen, ist also positiv. Wir haben einen endothermen Prozess und die Arbeit wurde abgegeben. Wir können diesen Prozess im PV-Diagramm, im Pfeiffer-Diagramm einzeichnen. Das ist eine isobare Linie zwischen A und E. Jeder Punkt auf unserem Zustandsdiagramm ist ein Zustand. Jede Linie auf dem Zustandsdiagramm ist ein Prozess. Wir wollen jetzt eine etwas ausführlichere endotherme Vorgang besprechen, nämlich die Wärmeaufnahme von festem Eis von 0 Grad Celsius. Und wir wollen dabei die Temperatur des Systems beobachten. Unsere X-Achse ist die Temperaturachse in Kelvin, 273 Kelvin, 0 Grad Celsius. Die Y-Achse ist die Wärme, die wir zufügen. Genau das spezifische Wärme in Joule pro Gramm. Wir starten hier bei 273 Kelvin und reinem festen Eis von 0 Grad. Wenn wir 1 Gramm von diesem Eis vorliegen haben, können wir Wärme zuführen, ohne dass sich die Temperatur verändert.
Was passiert ist, dass das Eis die Wärme aufnimmt und schmilzt, aber die Temperatur bleibt konstant. Erst, wenn wir 333 Joule diesem Gramm Eis zugeführt haben, ist das Eis vollständig geschmolzen. Wir haben jetzt flüssiges Wasser von 0 Grad. Und wenn wir jetzt weitere Wärme zuführen, dann nimmt die Temperatur unseres Systems zu. Und zwar ziemlich linear mit der zugeführten Wärmemenge, so lange bis 100 Grad 330 Kelvin erreicht sind. Wir brauchen insgesamt 418 Joule, um 1 Gramm Wasser von 0 Grad auf 100 Grad zu erwärmen. Wenn wir weiter Wärme zuführen, bleibt die Temperatur konstant. Was passiert, ist ein weiterer Phasenwechsel. Das Wasser verdampft und wir brauchen über 2000 Joule, nämlich 2250 Joule, um 1 Gramm Wasser zu verdampfen. Wenn wir jetzt weiter Wärme zuführen, dann erwärmen wir den Wasserdampf auf Temperaturen oberhalb 100 Grad. Dies ist ein thermischer Fingerabdruck von dem Reinstoff Wasser. Und solche Diagramme findet man in der sogenannten Thermoanalyse. Man kann an diesem Diagramm einiges ablesen. Wir haben Bereiche, in denen eine Wärmezufuhr zu keiner Temperaturänderung führt. Bei 0 Grad, bei 100 Grad. Diese Wärme nennen wir latente Wärmen. Genauer gesagt ist es einmal die Schmelzwärme von 333 Joule pro Gramm und die Verdampfungswärme von 2057 Joule pro Gramm. Dann haben wir eine sensible Wärme oder sensible Wärmen, speziell zwischen 0 und 100 Grad. Da führt eine Wärmezufuhr zu einem Temperaturanstieg. Dieser Anstieg, den man hier messen kann als Steigung des Diagramms, nennt man Wärmekapazität. Genauer spezifische Wärmekapazität. Die ist ziemlich konstant beim Wasser zwischen 0 und 100 Grad. Sie beträgt 418 Joule pro Gramm durch 100 Kelvin, also 4,18 Joule pro Gramm und Kelvin. Die Steigung dieser Kurve ist die Wärmekapazität. Aus der Steigung kann man dann durch Integration Wärmemengen ermitteln. Genau das ist die Möglichkeit, Wärmen, sensible Wärmen aus Temperaturunterschieden zu ermitteln. Wenn ich weiß, die Wärmekapazität vom Wasser hat den Wert, wenn ich weiß, Temperatur steigt von 20 auf 23 Grad, kann ich mit dieser Formel die Wärme berechnen. Ich muss einfach nur integrieren. Wenn ich dieses ganze Diagramm differenziere, dann bekomme ich die Wärmekapazität in Abhängigkeit von der Temperatur. Wenn ich das Diagramm unter 0 Grad fortsetze, dann stelle ich fest, festes Wasser, also Eis, hat eine Wärmekapazität von ca. 2 Joule pro Gramm und Kelvin. Bei 0 Grad ist eine Singularität vorhanden. Wir haben eine unendlich hohe Wärmekapazität, denn Eis können wir mit Wärme versorgen, ohne dass die Temperatur ansteigt. Dann die Kapazität von Wasser 4,18, dann wieder eine Singularität und die Kapazität von Wärmekapazität von Wasserdampf ist etwa 1,88 Joule pro Kelvin und Gramm. Dieses Diagramm einfach durch Differenzieren vom vorherigen Diagramm erhalten. Umgekehrt, wenn ich jetzt dieses Diagramm integriere, habe ich die Möglichkeit, eine Wärme zu ermitteln. Wenn wir die Formel zur Ermittlung einer Wärme aus Temperaturunterschieden heranziehen, können wir die Grundgleichung der Kalorimetrie aufstellen. Ein kalorimetrisches Experiment ist ein Experiment, bei dem Wärmemengen gemessen werden, Temperaturunterschiede gemessen werden. In der Art und Weise, wir haben ein System A mit einer hohen Temperatur, ein System B mit einer tiefen Temperatur, bringen beide Systeme thermisch in Kontakt, warten dann ab, bis sich Gleichgewicht eingestellt hat. Und Wärme ist dann geflossen von A nach B und wir haben eine Gleichgewichtstemperatur hier mit der violetten Farbe angedeutet. Der Körper A
hat eine Temperaturänderung erfahren, die negativ ist. Man hat einen exothermen Prozess durchgeführt. Der Körper B hat einen endothermen Prozess durchgeführt. Delta TA, Delta TB werden aber in der Regel nicht gleich sein. Was gleich ist, ist die ausgetauschte Wärme. Die Wärme, die der Körper A abgibt, QA, ist gleich dem Negativen der Wärme, den der Körper B aufnimmt. Und wenn ich die Wärme nach der Gleichung von vorhin ausrechne, aus der Wärmeintensität und der Temperaturdifferenz und annehme, dass die Wärme konstant ist, bekomme ich diese Gleichung, das ist die Grundgleichung der Kalorimetrie, mit der es gelingt, aus Temperaturmessungen Wärmemengen zu ermitteln oder auch Wärmekapazitäten von Stoffen zu detektieren. Ich habe die Gleichung Q ist Integral C dt vereinfacht in der Form, dass ich sage, C ist konstant, kann ich vor das Integral ziehen, dann bekomme ich die Gleichung, die hier angeschrieben ist. Ein Wort zu den Wärmekapazitäten. Die Wärmekapazität von flüssigem Wasser sollte man auswendig kennen, 4,18 Joule pro Kelvin und Gramm oder 4,18 Kilojoule pro Kelvin und Kilogramm oder einer, die man früher hatte, eine große Kalorie pro Kelvin und Kilogramm. Wenn Sie statt mit spezifischen Wärmekapazitäten, die man mit molaren Wärmekapazitäten rechnen, dann bringen Sie den Faktor 18, also den Molmasse von Wasser, mit ins Spiel, dann haben Sie 75 Joule pro Kelvin und Mol als molare Wärmekapazität oder Molwärme. Flüssiges Wasser hat eine ziemlich hohe Wärmekapazität. Wenn Sie vergleichen, doppelt so hoch wie die von festem Wasser und mehr als doppelt so hoch wie die von gasförmigem Wasser. Und auch andere Stoffe haben in der Regel deutlich kleinere Wärmekapazitäten, spezifische Wärmekapazitäten als Wasser. Ich sagte vorhin, dass die Wärme und die Arbeit wegabhängig sind. Darum darf man nicht so einfach den Begriff Wärme ohne Kommentar stehen lassen. Darum ist es notwendig, zum Beispiel diesen kleinen Index P einzuführen bei der Wärmekapazität. Denn auch da steckt ja die Wärme drin. Wenn wir 1 Gramm Luft, das sind 855 Milliliter bei Standardbedingungen, um 1 Kelvin erwärmen, dann brauchen wir eine Wärmemenge. Aber diese Wärmemenge hängt davon ab, ob ich diese Erwärmung isochor oder isobar durchführe. Isochor heißt, ich halte hier das Volumen konstant, dieser Kolben bewegt sich nicht, und ich erwärme jetzt dieses Volumen bis genau 1 Grad Temperaturunterschied da ist. Dann brauche ich ziemlich genau 0,7 Joule. Das kleine V im Index von Q bedeutet, wir haben einen isochoren Vorgang, eine isochore Wärme. Und das ist die Angabe des Weges. Ich kann denselben Prozess auch so durchführen, dass ich den Kolben hier frei sich bewegen lasse, Temperatur verändere und dann wird sich der Kolben ein bisschen nach außen bewegen. Und wenn dann die 1 Grad Temperaturunterschied erreicht sind, habe ich 1 Joule an Wärme zugeführt. Das ist die isobare Wärme. Sie sehen, man braucht mehr Wärme, um 1 Gramm Luft bei konstantem Druck zu erwärmen als bei konstantem Volumen. Bedeutet, die Wärmekapazität ist unterschiedlich. Diese Unterschiede werden durch den kleinen Index P und V gekennzeichnet. Es ist so, dass CP immer größer ist als CV. Bei Gasen sind die Unterschiede besonders groß und man kann an diesen Wärmekapazitäten von Gasen noch ganz andere Dinge, ganz andere interessante Dinge ablesen. Zum Beispiel kann man den Quotient bilden von CP durch CV, kommt dann zu einer Zahl, die man Poisson'schen Adiabaten-Koeffizienten nennt. Und diese Zahl ist gekoppelt mit der Molekülstruktur. Alle einatomigen Gase haben einen CP durch CV von 1,666. Argon, einatomig. Quecksilberdampf, einatomig. Helium, einatomig. Alle zweiatomigen Gase, wie Stickstoff, Wasserstoff, haben einen CP durch CV von 1,4. Es gibt noch eine bemerkenswerte Eigenschaft von Gasen.
die mit der Wärmeradiosität zusammenhängt. Wenn man die molare Wärmeradiosität ausrechnet, groß C, M, dann ist es natürlich auch so, dass die molare Wärmeradiosität bei konstantem Druck größer ist als die molare Wärmeradiosität bei konstantem Volumen. Wenn wir jetzt aber die Zahlendifferenz nehmen zwischen C, P und CV, stellt man fest, dass sich immer dieselbe Zahl ergibt, nämlich 8,3. Und diese Zahl ist nicht irgendeine Zahl, das ist die ideale Gaskonstante. Ein Beweis mehr, dass sich Gase sehr, sehr ähnlich verhalten. Warum das so ist, da kommen wir später dazu. Wir haben jetzt genug über die Wärme gesprochen, über die sensible Wärme gesprochen. Sie wissen, wie man Wärme misst. Jetzt noch ein Wort zur Arbeit. Sie wissen, Arbeit ist Kraft mal Weg. Genauer gesagt, das Skalarprodukt von Kraft und Weg oder noch genauer oder noch umfassender, kraftartige Größe mal wegartige Größe. Wenn wir zum Beispiel eine Masse anheben, über eine Höhe H, müssen wir eine Arbeit leisten, wir eine Hubarbeit leisten, M mal G, das ist die Kraft, und H, die Höhe, ist die Strecke. Wenn wir eine Feder dehnen, ist die Sache ein bisschen komplizierter, weil die Kraft, die wir brauchen, immer größer wird. Die Federarbeit ist ein halb D mal S Quadrat. Wenn Sie mit elektrischen Kreisen zu tun haben, dann haben Sie auch mit elektrischer Arbeit zu tun. Hier bringen wir ja Ladungen durch ein elektrisches Feld. Mit einem Ampermeter messen wir die Stromstärke, also die Ladungsmenge. Mit einer Voltmeter messen wir das elektrische Feld. Und die elektrische Arbeit ist U mal I mal T. I mal T ist die Ladung, U die Potentialdifferenz. Mit dieser Arbeit werden wir jetzt erstmal wenig zu tun haben. Die elektrische Arbeit wird nächstes Semester eine Rolle spielen bei der Elektrochemie. Wir werden vor allem mit Volumenarbeit zu tun haben. Jedes System, jeder Gegenstand, jeder innerhalb eines Reagenzglases, der sich ausdehnt gegen einen äußeren Druck, verrichtet Volumenarbeit, tauscht Energie aus, ob er will oder nicht. Beispielsweise, wenn wir unser expandiertes Luftvolumen haben, 26 Grad, wir komprimieren es zurück auf die Ausgangsvolumen, dann verrichten wir Arbeit. Wir müssen nämlich eine Kraft entlang eines Weges wirken lassen. Beziehungsweise die Umgebung muss eine Kraft entlang eines Weges wirken lassen. Das ist unser Ausgangszustand, das ist unser Endzustand. Jetzt nehmen wir unsere Gleichung für die Arbeit zur Hand. Arbeit ist Kraft mal Weg. Kraft hängt zusammen mit dem Druck. Der Druck ist nämlich Kraft durch Fläche. Es geht hier um den äußeren Druck, denn der macht die Arbeit. Äußerer Druck ist äußere Kraft durch Fläche. Der Weg ds, den der Kolben hier zurücklegt, ist verknüpft mit dem Volumen, der Volumenänderung dv über die Fläche a. Wenn ich diese beiden Formeln in die Formel Kraft mal Weg einsetze, erhalte ich die Formel für die Volumenarbeit, äußerer Druck mal Volumenänderung. Das negative Vorzeichen ist aufgrund der Vorzeichenkonvention zwingend notwendig. Wenn das Volumen größer wird, wird Arbeit abgegeben, also Arbeit negativ. Da hat das negative Vorzeichen. Volumenarbeit ist minus Px mal dv. Besonders wenn wir jetzt integrieren zwischen Anfangs- und Endvolumen oder Anfangs- und Enddruck, haben wir die Arbeit als bestimmtes Integral. Besonders einfach wird es, wenn der äußere Druck konstant ist, dann können wir den vor das Integral ziehen. Und wenn der äußere Druck gleich dem inneren Druck ist, das ist auch besonders angenehm, da haben wir einen reversiblen Fall. Isobar, Px gleich konstant, reversibel, Px gleich P. Diese Volumenarbeit kann man sehr schön im PV-Diagramm als Fläche darstellen, wenn wir hier die X-Achse als V-Achse haben.
Y-Achse als P-Achse, dann haben wir hier unseren Endzustand und hier unseren Anfangszustand. Wenn wir isobar von A nach E gehen, das ist ganz wichtig, dass wir den Weg genau beschreiben. Isobar, wir gehen jetzt auf einer horizontalen Strecke von A nach E, dann ist die Fläche unter dieser, oder das Integral P dv, der Fläche unter der Kurve entsprechend, nämlich dieser Fläche, das ist die Volumenarbeit. Wenn ich einen anderen Weg wähle zwischen A und E, habe ich natürlich eine andere Volumenarbeit. Und wichtig ist auch nur der äußere Druck. Wir werden über diese, da steht noch mehr sprechen, wenn wir über Wärmekraftmaschinen, vor allem über den kanonischen Prozess sprechen. Für heute reichen zwei Formeln, die wir abgeleitet haben, oder kennengelernt haben. Wärme und Arbeit sind Prozessgrößen, Arten des Energieaustausches zwischen Umgebung und System und sind wegabhängig. Wir müssen einen genauen Weg angeben. Wenn wir eine Wärme messen wollen, können wir das tun über eine sensible Wärme, über die Temperaturänderung, die wir messen und mit der Wärmekapazität multiplizieren. Wenn wir eine Volumenarbeit messen wollen, können wir das über eine Volumenänderung berechnen, indem wir den äußeren Druck mit der Volumenänderung multiplizieren.